Ja, heute ist schon Regentag. Wir haben Ende Mai, 24. Mai. Und heute haben wir so einen richtigen Samstag, Landregen. Gemütlich, aber halt richtig nass alles. Und das ist ja eigentlich nichts Besonderes, aber für mich natürlich schon. Ja, Samstag, 23. Mai, Regen. Und das Besondere an dem Regen ist, dass wir ja unsere Reben bisher nur mit Probiotik gespritzt haben, also pestizidfrei, nur mit Molke, Komposttee und EM und unterschiedlichen Kräuterauszügen. Und dass wir bisher eben noch keine Peronospora hatten. Und normalerweise muss der Bio jetzt schauen, dass vor so einem Regen Kupfer auf dem Blatt ist, um eben eine Peronospora-Infektion zu verhindern, weil Kupfer ist ein Zellgift und tötet eben die Sporen von der Pero ab, sodass die nicht ins Blatt eindringen können. Und wir haben das jetzt nicht. Wir haben aber auch noch kein Gras gemäht und wir hatten noch keine Erstinfektion. Und von dem her gibt es relativ wenig Sporen und alles in unserem Weinberg ist voll mit Probiotik. Und die Pero hat eine Inkubationszeit von ungefähr 48 Stunden. Das heißt, knifflig werden jetzt die nächsten 2 Tage. Das heißt, wenn ich am Montagmorgen rausgehe, nehme ich die Kamera mit und dann schauen wir, was passiert ist, ob wir eine Pero-Infektion haben und ob ich dann reagieren muss. Das heißt, kurativ habe ich keine Spritzmittel im Bio. Das heißt, ich kann da nichts mehr retten, sondern was dann weg ist, ist weg. Also weil jetzt wir sind kurz vor der Blüte, beziehungsweise die Blüte hat schon angefangen. Und jetzt sind natürlich die Blüten offen und jetzt sind jetzt super empfindlich für Pero. Also es ist jetzt ein Risiko. Aber wir haben auch nichts ausgedünnt, sondern haben noch vollen Ertrag drin hängen. Und dementsprechend können wir ein bisschen was hinnehmen. Und die Frage ist jetzt eben, wo ist unsere Schadschwelle? Ist jetzt, heute, bei diesem Regenwetter geht es um die Schadschwelle. Und die Frage, wie viel werden wir mit Pero belastetes Guthaben oder wie viel kann ich dann noch retten? 2012, ich habe das ja schon mal ein paar Jahre gemacht, 2011 hat es wunderbar funktioniert. Das war ein ähnliches Jahr wie jetzt, dass wir sehr spät die Primärinfektion hatten und dann haben wir nicht viel verloren. In 2012 waren wir ein bisschen nachlässiger mit dem Spritzen von den Tees und EMs und hatten dann die Situation, ich kam hoch in den Weinberg und die ganze Traubenzone war weiß. Also alle Gescheine hatten Pero. Und dann ist natürlich da ein großer Ertragsverlust, damals so ungefähr 50%. Und das ist jetzt das Spannende, weil ich meine Probiotik verbessert habe, mit dem Komposttee, mit der Molke, ist jetzt die Frage eben, was für eine Schadschwelle werden wir dieses Wochenende nach diesem Landregen erreichen? Das ist jetzt die spannende Frage und das zeigt sich eben am Montagmorgen. Heute ist Samstag und es zeigt sich am Montagmorgen. Das heißt, wir machen jetzt eine kurze Pause in diesem Video und dann schauen wir Montagmorgen wieder rein. Bis gleich. Ja, es ist heute Sonntag, 24. Mai und gestern hat es eben ausgiebig einen Tag über ein Landregen gehabt. Und ich muss jetzt sowieso kurz raus, weil Weinpaten gekommen sind, um eine Handarbeit zu verrichten. Und jetzt schaue ich schon mal. Aber die Pero hat ja, wie gesagt, 48 Stunden Inkubationszeit und tatsächlich kann man jetzt heute noch gar nichts erkennen, ob da jetzt eine Infektion an den Gescheinen stattgefunden hat. Ich werde es dann einfach morgen noch mal schauen. Und jetzt sammle ich gerade hier noch so einen wunderbaren Wildkräuterstrauß mit Schafgarbe und Günsel und wilden Margeriten. Das ist einfach herrlich. Es ist einfach herrlich, wie hier alles gerade blüht und grünt. Hier an den Blättern haben wir noch gar kein Pero. Und von dem her hat noch keine Erstinfektion stattgefunden. Also der Druck ist noch sehr minimal. Deswegen, es bleibt jetzt einfach spannend, was jetzt mit dem Regen gestern passiert ist.
Okay, bis gleich. Morgen früh, Montag, schauen wir uns an, was passiert ist. Ich bin jetzt hier im Spätburgunder Tannacker und wir haben heute den 27. Mai und ich habe ja jetzt 3 Tage lang kontrolliert, ob wir irgendwo was sehen von der Pero, von diesem Regenwetter, das wir eben am Wochenende hatten, und wir können auch am 3. Tag nichts feststellen und somit gehen wir mal davon aus, dass wir da sauber geblieben sind. Was ich sagen kann, ist, dass wir vermutlich jetzt so 7 bis 10 Tage Trockenwetter haben. Und da wir jetzt gerade in die Blüte kommen, ist das natürlich ideal. Da kommen wir vielleicht mit der Blüte durch. Und ich werde jetzt heute Mittag nochmal spritzen gehen, also probiotisch. Ich habe jetzt wirklich das ganze Jahr bisher nur probiotisch gespritzt. Und für mich das Erstaunliche ist, dass so die Typizität der einzelnen Sorten sich noch mehr rausarbeitet. Also ich habe einfach den Blick und das Gefühl, dass sie markanter werden. Dass sie noch markanter werden, was sich dann natürlich auch auf den Geschmack ausüben wird. Okay, damit beenden wir jetzt dieses Video. Regen und Perodruck und so weiter. Und ich halte euch auf dem Laufenden, wie es mit unserer probiotischen Spritzerei weitergeht. Macht's gut, auf bald. Wir haben hier zum Beispiel ein Blatt mit extremer glänzender Oberfläche. Und hier haben wir ein Blatt, das glänzt auch, aber es ist rougher. Es ist so ein bisschen rougher. Und ich habe jetzt gleich beim in die Hand nehmen gemerkt, dass das anders ist. Das ist anders, das ist eine andere Pflanze. Und die unterscheiden sich nicht groß, weil es sind beides Burgunder. Aber ich weiß, dass das ein Grauburgunder ist. Der Grauburgunder hat nicht so eine glänzende Oberfläche, nicht so wahnsinnig glänzend wie jetzt so ein Spätburgunder. Schon interessant.